Hallo und herzlich willkommen bei meinem neuen Tutorial Raspberry Pi. Ich habe mir den vor geraumer Zeit gekauft und möchte euch jetzt zeigen, wie wir damit arbeiten können und wie man damit umgehen kann. Natürlich bin ich kein Profi. Alles, was ich euch zeige, habe ich mir durch, ja, also für mich war es doch sehr schwer, das alles zu erlernen, sage ich mal, weil man auch verschiedene Quellen immer nutzen musste oder erstmal suchen musste. Und ich möchte euch da jetzt einfach mal reinführen und zeigen, was man oder wie man mal gewisse Sachen auch machen kann damit. Wie gesagt, ich bin Neueinsteiger, deswegen, wenn ihr irgendwas wisst, was man auch verbessern oder vielleicht sogar anders oder besser machen sollte, könnt ihr mir das auch gerne in den Kommentaren unten lassen. Und ansonsten würde ich sagen, legen wir los. Und zwar habe ich meinen jetzt schon voreingerichtet. Ich habe das so eingestellt, dass man per Remote zugreifen kann. Habe auch schon die ein oder anderen Programme installiert. Darauf werde ich jetzt aber nicht weiter eingehen. Wenn ihr das gerne möchtet, kann ich das auch noch mal in einem weiteren Tutorial machen, aber ich denke, dazu gibt es eigentlich genug. So, ich werde mich jetzt mal schnell anmelden, dass wir auch was sehen können. So. Und zwar habe ich es clevererweise so gemacht, dass der Desktop die einmal diese GPIO-Leiste zeigt, wo man doch immer mal herausfinden muss, welcher Pin wohin passt. Deswegen habe ich das einfach als Hintergrundbild gemacht. Und es lässt sich gut damit arbeiten. So, die Oberfläche, wie gesagt, ich werde nicht auf zu viele Dinge eingehen, aber so ein paar Sachen kann ich euch schon zeigen. So, und zwar fange ich heute mal an mit den Python-Grundlagen. Und dort speziell, muss ich schnell selber schauen, Zubehör, genau, würde ich euch mal meine Programme vorstellen. Die findet ihr alle auf meiner Webseite, die auch unten nicht in den Kommentaren, die unter dem Video mit eingeblendet wird, oder beziehungsweise die ihr dort findet. Da könnt ihr euch das nochmal in Ruhe anschauen. Ich wollte euch das einfach nur mal vorstellen. Und zwar habe ich hier ein Programm einfach gemacht für Listen, wie man eine Liste anlegt, wie man ein Element oder einen Bereich rausliest oder rausfiltert, umgekehrter Reihenfolge und so weiter. Die Programme sind alle getestet, also wenn wir hier auf Run Modul gehen oder gleichbedeutende F5-Taste, dann könnt ihr hier sehen, dass das einfach alles gut funktioniert. Also wir haben hier oben haben wir ja die Liste erstellt und dann soll zum Beispiel ein Element rausfiltern und zwar das an der vierten Position. Also die erste Position ist ja die 0, deswegen muss man ein bisschen umdenken. Also oder ich werde es einfach dieser Sprache sagen, an der dritten Position befindet sich ABDD. So, wenn wir das hier oben finden, 1, 2, 3 ABD oder 0, 1, 2, 3, das dritte Element. Und so weiter. Da könnt ihr euch hier ein bisschen durchklicken. Wie gesagt, die habe ich hier alle reingemacht. Ich habe Schleifen mal ein paar reingenommen und versucht zu erklären, wie die funktionieren, beziehungsweise wie ihr die ausführen müsst. Ich denke, das ist auch ganz hilfreich, das mal zu sehen. Was ich auch immer sehr wichtig fand, war Stoppuhr. Habe ich deswegen so genannt, weil ich das von einem anderen Roboterbausatz kenne. Da hieß das immer Stoppuhr quasi, so eine Abfrage. Und deswegen habe ich das einfach auch so genommen. Und zwar ist es hier so, dass hier quasi Zeiten parallel abgearbeitet werden. Also man benutzt da nicht dieses Delay in dem Sinne, sondern man fragt einfach ab, wie viel Zeit vergangen ist. So, wenn wir uns jetzt das mal anschauen, also jede Sekunde haben wir diese eine Sekunde vergangen und alle 4 Sekunden kommt dieses 4 Sekunden vergangen. Ja, also da kann man einfach auch ein bisschen rumspielen, das vielleicht das ein oder andere Programm benutzen. Was an der Stelle noch wichtig ist zu sagen, ist, bei Python ist es so, dass das nicht wie bei Mikrocontrollers ist, dass das jetzt hier quasi immer alles abgearbeitet wird, sondern es arbeitet sich von oben nach unten ab. Wenn man jetzt keine While-Schleife hat, also wenn wir jetzt den Teil weglassen würden, dann würde das Programm quasi das alles einmal laden, so in dem Sinne, einen Speicher holen und danach wäre das Programm schon beendet. Erst durch diese While-Schleife, wo wir immer wieder diese Abfrage 1 und Abfrage 2 machen, also das, was wir hier finden, erst dadurch wird das Programm immer und immer und immer und immer wieder aufgerufen. Ist jetzt Also jetzt, so haben wir es jetzt gemacht, würde jetzt quasi unendlich laufen. Wie gesagt, da kann man auch ein bisschen rumspielen. In weiteren Beispielen werde ich euch auch noch zeigen, dass man
da auch gewisse Zeiten hinterlegen kann, dass das zum Beispiel nur 20 Sekunden lang geht, das Programm und sowas. Aber da kommen wir sicherlich im Laufe der Zeit drauf. So, ich hoffe, ihr habt das mal einen kurzen Einblick bekommen. Wie gesagt, ihr könnt den Code alles benutzen. Er ist soweit, ist er getestet. Sollte funktionieren, wobei dann ich das auch mit Vorsicht sagen muss, da ich das auch sehr oft gemerkt habe, dass wenn jetzt zum Beispiel veraltete Software benutzt wird oder halt gerade wenn man neue Software benutzt, dass dann die alte halt nicht mehr geht. Warum auch immer oder warum auch immer das geändert wurde, da keine Ahnung. Naja, ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, ich kann euch helfen. Und ja, wenn ihr die ein oder andere Frage habt, stellt sie mir ruhig. Ob ich euch helfen kann, kann ich leider nicht versprechen. Aber man kann es ja zumindest ausprobieren. Also, viel Spaß und bis bald.